Hallo liebe Terraner, einen wunderschönen Gruß aus der sommerlichen Eifel. Hinter uns ist noch ein bisschen Restwinter, mein Hals hat noch ein bisschen Resterkältung und mein E-Book-Reader hat noch ein bisschen Restakku. Ich habe nämlich heute kein Papier mitgebracht, sondern was Elektrisches. Ich halte das mal hier so hin, vielleicht kann man das, doch, das kann man sehen, ne? So, das Ding heißt hier unten Florence oder Florence, 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 Florence wahrscheinlich. Das ist ein Kurzroman oder eine ausgedehnte Kurzgeschichte aus dem Periversum. Sie ist der erste Teil einer Serie von Kurzromanen, die unter dem Label Die verlorenen Jahrhunderte im Rahmen von Perirodan Band 3000 erscheinen werden. Der Verlag hat ja schon angekündigt, dass es vor Band 3000 den üblichen hübschen Zeitsprung geben wird. Wie groß der sein wird, weiß kein Mensch. Also ja, das wissen natürlich Menschen, aber ihr nicht und ich auch nicht. Was allerdings raus ist, dass es 6 kleine Geschichtlein geben wird, die nun erklären sollen, was in diesem Zeitloch zwischen Band 2999 und Band 3000 so passiert. Der erste Band, Florence, wurde geschrieben von Christian Montoyon und zeigt uns das Schicksal der Florence Hornigold. Ich liebe diesen Namen, Perirodan und Namen. Florence Hornigold ist eine Händlerin, die Christian Montoyon schon im Genesis-Zyklus aufgebaut hat. Ich fand sie da schon toll und habe mich umso mehr gefreut, sie jetzt wieder zu lesen. Das ist so eine richtig schöne Draufgängerin, die nichts unversucht lässt, da dem Unsterblichen ein Beiboot seines Riesenkugelraumers da abgeluchst zu haben. In Florence ist die Protagonistin deutlich älter. Sie hat 3 erwachsene Söhne. Ob die jetzt von Adlan sind, von der damaligen Romanze oder nicht, wird nie erwähnt. Aber man kann sich seinen Teil vielleicht denken oder spekulieren, keine Ahnung. Sie lebt auf einem Planeten, geht dort weiterhin ihren Händlergeschäften nach und auf diesem Planeten gibt es einen auf Lebenszeit gewählten Bürgermeister. Dieser Bürgermeister hat jemanden im Nacken, der selber gerne Bürgermeister werden möchte, anstelle des Bürgermeisters. Zusätzlich steht auf diesem kleinen Planeten ein Topf mit Iris. Iris, das ist so, so galaktischer Superintelligenzen-Schnodder. Das ist aber Proto-Iris, der ist also noch nicht geprägt, damit kann man alles machen. Das ist so mächtig, Waffe, böse, Achtung, gefährlich, Gedöns. Dieser Bürgermeister auf Lebenszeit möchte jetzt gucken, was da mit diesem Topf ist, weil das hat auch Auswirkungen auf ihn selber. Er verändert sich dadurch. Und sein Rivale, der selber gerne Bürgermeister anstelle des Bürgermeisters werden möchte, will natürlich diesen Galacto-Schnodder auch haben, weil er meint, das ist way, super Waffe. Florence Hornigold schlägt sich auf die Seite des noch amtierenden Bürgermeisters und zieht mit ihm über 66 Seiten ins Abenteuer. Mehr möchte ich da nicht verraten. Gefallen hat mir der Kurzroman oder die ausgedehnte Kurzgeschichte von Christian Montoyon sehr gut. Ich habe mich gefreut, was über Florence Hornigold zu lesen. Sie hat mich im positiven Sinne erinnert an die Planetenromane, wo man ja auch so liebgewonnene Protagonisten nochmal auftreten lassen und ihr Schicksal ein bisschen geklärt hat. Am Ende hat auch die gute Frau Hornigold ihre Bestimmung gefunden, die aber typisch Periversum so ist, dass sie nicht für immer da. Also vielleicht, man weiß nicht und überhaupt Ende. Was jetzt tatsächlich in diesem Zeitloch zwischen 2999 und 3000 passiert, keine Ahnung, sagt der Roman nichts zu, da der auch nicht in der Milchstraße spielt, sondern in der Heimatgalaxie der guten Frau. Ich meine, wäre ja auch total blöd, wenn man da jetzt schon spoilern würde. Nächste Woche, nee, Quatsch, in 3 Tagen, wenn ich das aufnehme, in 3 Tagen, ist die Veranstaltung zu Perirodan 3000 in München und eine Woche später erscheint dann der Band 3000. Also da muss man da nicht unbedingt, also fände ich doof, wenn man da jetzt schon was vorwegnehmen würde. Stattdessen freue ich mich auf Florence 2, nee, gar nicht wahr, die verlorenen Jahrhunderte 2. Der Band von
Herrn Rabenstein. Den genauen Titel weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Ich lese dir wieder, erzähle hier was drüber. Vielleicht erfahren wir da schon ein bisschen mehr, vielleicht noch nicht, keine Ahnung. Gehabt euch wohl und bis denn. Tschüss.